In diesem Video werdet ihr einen kleinen oder einen sehr, sehr schönen, wirklich einen sehr schönen Kreuzgang sehen. Und ja, den kann man nur empfehlen, den kann man lang gehen und sich anschauen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Au! Wir sind heute hier in Belgien. Ich habe den Namen vergessen. Und werden uns halt hier ein bisschen gucken. Wir wollen uns eine Kirche anschauen mit drei Kreuzen. Die Mädels sind schon vor. Ich gehe jetzt mal hinterher. Also dann viel Spaß. So, das ist Moresnet. Wir sind hier. Wir wollen uns jetzt die Kirche hier anschauen. Danach fahren wir runter. Hier runter war das, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da wollen wir uns den amerikanischen Friedhof nochmal anschauen. Ah, da ist er aufgezeichnet. Da, den wollen wir uns nochmal anschauen. Jetzt wollen wir uns gerade dies hier anschauen. Danach fahren wir dahin. Und dann war noch irgendwas gewesen. Da kommen wir gerade her, das wollte ich auch nicht filmen, das habe ich auch schon ein paar Mal gefilmt. Drei Länderpunkt. Trios, Bornes. Naja, auf jeden Fall mal gucken, was wir noch sehen. Viel Spaß. So, meine Frau hat gerade hierher gezeigt, keine Ahnung. Ich denke mal, wir wollen da hochgehen oder reingehen. Da ist meine Frau mit ihrer Freundin. Und Kapelle Mariau. Ich wollte meine Schuhe wechseln. Ach, meine Füße tun schon weh. Gut, gehen wir mal rein. Auxilin, Christanium. Erneut Frank. Erste Mal in einer kleinen belgischen Kirche. Sei Dank, Hörsäle, ist ja teilweise auf Deutsch, ja, alles auf Deutsch, obwohl ja eigentlich in Belgien Französisch gesprochen wird oder Flämisch. Ich muss mal meine Schuhe anders anziehen. So, hier ist jetzt, also wir sind aus der Kirche rausgegangen, die ist hier vorne.
sehr schön. Und hier ist jetzt, sind drei Kreuzen hochgehen. Ich höre auch gerade welche beten oder singen. Eingang. Eine Stunde vor Sonnenuntergang. Sehr schöner Garten hier. Betreten auf eigener Gefahr. Okay, aber was passiert? Ist aber schuld. Oh, cool. Erste Station. Ach, das ist der Kreuzgang. Jesus wird zum Tode verurteilt. Alles auf Deutsch. Haben wir ja auch gerade in der Kirche gesehen, das war alles so von 1925, 1920, also kurz vor dem Krieg. Oh, sind wir jetzt im Gottesdienst drin gelandet? Schnell weitergehen. Die sind mit der zweiten Station fertig. Gehen jetzt gerade hinter mir. Ich gehe ein bisschen schneller. Hier ist die dritte Station. Also ich würde sagen, das ist der schönste Kreuzgang, den ich bislang gesehen habe. Würde ich sagen. Hab schon viele gesehen. Also so schön wie die hier, habe ich den Kreuzgang noch nie gesehen. So richtig mit so kleinen Gruften. Sieht richtig genial aus. Cool. Jesus begegnet seiner berühmtesten was? Berühmtesten Mutter? Betrübtesten? Ich muss Deutsch lernen. Betrübteste Mutter. Der schönste Kreuzgang, den ich bislang sehe. Das ist richtig schön, ja. Ja. Und ja. Und auch immer hier diese Grotten, das ist voll cool. Dritte Station. Vierte. Geil. Gefällt mir. Hier ist die fünfte Station. Und da ist ein Deutsch. Französisch und Deutsch. Da rechts ist Französisch und links ist Deutsch. Ne, links ist Holländisch. Holländisch, Deutsch, Französisch. Ah, oben auch Deutsch, genau. Dann Kreuz auf den Windeln. Cool. Hier kann man Französisch lernen. Kann man Französisch lernen, ja, genau. Deutsch lernen, Holländisch. Die nächste Grotte, der sechste Punkt. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Und hier ist der nächste Punkt. Wir waren bei der 8 stehen geblieben, bei der 6 stehen geblieben. So kommt die 7. Josef
Jesus, meine Güte. Jesus hält es zum zweiten Mal mit dem Kreuz. Jesus redet die weinenden Frauen an. Der achte Punkt. Alles Stein. Nice. So, und hier kommen wir zum nächsten, zum neunten. War das? Genau. Neunte. Jesus fällt zum dritten Mal mit dem Kreuz. Das Saum sieht auch cool aus. Als ob da Wurzeln rauskommen, auch Tropfsteine. Cool. Sehr, sehr schön hier. Oh, das ist der nächste. Der zehnte. Der zehnte Punkt. Jesus wird seiner Kleidung beraubt. Auf Französisch, Jesus est de portier de ses vêtements. Auf Holländisch, Jesus, Wort von Zitien Kleiden oplot. Und Plot. Jetzt noch mit Fenster hier, voll cool. So, jetzt kommen wir zum 11. Punkt. Jesus wird an das Kreuz genagelt. Ist das IHS? IHS? Ist sicher auch in Indonesien? Achso, nicht, was ist nicht IHS? IHS. Keine Ahnung. Nicht? Okay. Hier sind wir jetzt bei der Nummer 12. Oh, schön. Jetzt wird er abgenommen, ne? Meine ich. Hier ist. Ich glaube, ich muss unten hingehen. Aber erst möchte ich hier oben reingucken. Moses. Jasnias. Gleich wie in den alles sterben, so werden durch in Christus alle leben, die gemacht werden. Jetzt sehe ich das da oben gar nicht, jetzt muss ich nochmal runtergehen. Eieiei, Station 12. Und runterlaufen. Jetzt weit weg, ja.
Warte mal, Zoom, Zoom, Zoom. Hier oben. Wackel, wackel, wackel. Wackel, wackel, wackel. Ich möchte aber genau in der Mitte stehen. So, hier ist die Mitte. So, links 1, 2, 3 Kreuze. Sehr schön hier, wirklich. Gleich kommen wir noch zu Punkt 13, da wird er ja abgenommen oder in den Dingens reingetan, in der Gruft. Und da müsste es schon zu Ende sein. Ja, da ist auch der Ausgang. Sehr, sehr schön hier, wirklich. Gefällt mir. Meine Frau möchte jetzt einmal zuhören, wie die Arabisch-Katholiken den Kreuzgang hier beenden. Na, beenden tun sie ja noch nicht. Beendet wird ja erst da vorne. Aber die wollen einmal kurz zuhören. Ich werde einmal die 13 nochmal filmen, bevor sie hier fertig sind. Und dann hier zum 13 gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, filme ich jetzt schnell die 13. Dann habe ich das auch schon erledigt. Dann gehe ich zurück. Vielleicht filme ich dann nochmal was. Aber ich glaube nicht. Ihr hört ja schon ein bisschen was. Die 13. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß des Maria gelegt. Wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir. Sehr schöner Kreuzgang, wirklich. Meine Frau filmt da schon. Wir haben gesehen, da gibt es noch einen 14. Punkt. Ich kannte nur 13, aber es ist dann noch ein 14. Punkt. Und hier steht, durch die Opfer können wir diesen schönen Klaverinberg für sie unterhalten. Also ich denke mal, dass es bestimmt da Geld reingeben und Kerze anzünden. Das ist, glaube ich, die Opfergabe, die man geben kann für den Berg hier. So, dann werde ich gleich nochmal nach dem 14. Punkt anschauen. Dem 14. Punkt. So, hier ist jetzt die Opfergabe. 50 Cent für eine Kerze, für eine kleine, für eine große, für eine mittlere. 50 Cent sind diese kleinen hier rechts. Gibt es noch so eine mittlere. Da hinten gibt es noch die großen. Jo, 2 Euro reingeschmissen. Kann ich meine bei dir anzünden? Stellen wir uns hin. In einer Reihe. Okay. Ich werde zurückgehen. Dann ein Gebet. So, hier stehen wir. Und dann für Opfer. Sehr schön. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Aus dem Garten. Sehr schön auf jeden Fall. Gefällt mir sehr. Habe ich schon, glaube ich, 1000 Mal gesagt. Ich wollte schon eine Information. Ich schaue mir nochmal die Information an. Ah, hier steht auch, wie der Rundgang ist.
Und da haben wir angefangen, unten. Genau. Hier haben wir angefangen, ist da durchgelaufen. Hier 13 und hier ist dann 14 die Opfergabe. Normal ist ja nur 13, soweit ich das weiß. Da haben sie halt nochmal den 14. als Opfergabe gemacht. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ah, in den Jahren 1889 bis 1904 legte Franziskanus mit vier Helfern einen schönen Kreuzweg. Anne ist ein. Interessant. Seit 1889 gibt es 10 Jahre. Oh, alle weg. Gut. Muss hinterherlaufen, nach die bisher, wo das Auto steht. Let's go. So, wir waren jetzt gerade halt hier an den drei Kreuzen, habt ihr ja gesehen. Und das war's auch schon mit diesem Video. Jetzt sind wir beide gefahren nach Homburg in Belgien. Und ja, das werdet ihr im nächsten Video sehen. Also viel Spaß. Bis gleich. Tschüss.